Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und wir haben es jetzt geschafft, wir sind erfolgreich gewesen. Irgendwie sind wir unsere eigene Erinnerung und haben das Wort der Toten geöffnet. Und ich bin jetzt irgendwie in seiner Erinnerung. Der Pyrrha, ich bin in seinen Erinnerungen. Puh. Wie können wir das... Was kann uns da helfen? Hallo? Uff, das Ritual, ich muss diese Schriftrolle suchen. Hier sind Schriftrollen, aber ein Schlüssel. Das ist unser Bruder. Nein, das ist nicht das Richtige. Tochter! Eine Schriftrolle mit Glyphen, da ist es.
Was? Ihr werdet nicht meine Tochter angreifen. Oh nein, das werde ich im Namen Malfas nicht zulassen. Aber was ich bereit bin für meine Tochter zu tun, das übersteigt alle Mühen. Eieiei. Eieiei. Aber die unser Schwert, unser Stahl gleitet durch die Körper wie eine warme Schneide. Durch des Bauerns Butter. Oha. Kommt! Oh nein, Magier. Lebenswurz. Ihr werdet mich und meine Tochter niemals besiegen können. Niemals werdet ihr es schaffen. Nein. Ihr seid eine ganz gewöhnliche Truppe von Männern. Aber wer bist du? Ah. Was zur Hölle war das? Mir ist nicht bewusst, was da gerade passiert ist. Hallo? Was? Wie bin ich hierher gekommen? Hallo? Würde gerne reden. Hallo? Ja, toll. Ich kann die Gesprächsoption einfach nicht auswählen. Ja, ich würde gerne mit dir reden.
Ja, Diener nicht ansprechbar, genau das. So, was muss ich machen? Ja, super, dass das einfach nur da angezeigt wird, aber es nichts, kein bisschen bringt. Ja. Ja. Oder Dialog. Das ist jetzt, sowas ist scheiße. Disable Resurrect, Enable Resurrect. Okay. Ich kann nicht mehr mehr das Gespräch verlassen. Ich kann gar nichts gerade machen. Ich kann nichts. Ich kann. Ja, jetzt kann ich gerade das Spiel beenden. Ja, nicht mehr das kann ich gerade. Spiel, ne? Manchmal das. Also, das ist so ein Dreck, den die programmiert haben. Wirklich. Das kannst du niemandem bringen. Sorry, also, das ist eine Scheiße höchsten Niveaus. Ihr wusstet davon? Ich verstehe nicht. Ihr scheint die Antwort jetzt zu kennen. Woher wisst ihr von all dem? Wer seid ihr wirklich? Es hieß, der alte Mann sei so alt wie der schwarze Wächter. Ganz so alt wirkt ihr nicht. Und was beobachtet ihr? Den Zyklus? Euer kryptisches Geschwafel bringt mich zu langweilen. Sagt mir, was ihr wisst, oder ich werde euch dazu zwingen. Ein bisschen weniger Orakelei und ich könnte euch vielleicht folgen. Was soll das heißen, dass wir den Zyklus nicht aufhalten können?
für ein komischer Teil der Geschichte. Da sind wir nun. Es gibt kein Haus. Das Haus ist, es ist weg. Nun. Nun, das ist, kennt ihr das? Das ist doch so ein Satz aus SimCity. Kennt ihr diese Häuser, die einfach plopp machen und plötzlich sind sie weg? Ich habe auch nie daran geglaubt, aber dann war meine Arbeitsstelle davon betroffen. Was ist mit diesem Haus passiert? Es ist einfach abgerissen. Weg, plötzlich. Nichts mehr da. Es ist verschwunden. Jesper, Jesper! Das kommt jetzt hier zu erklären. Jesper von dem Gespräch mit dem alten Mann erzählen. Ich sehe gar nichts. Ich höre Drachen. Oh. Das ist das Wort der Toten. Ja, gerne. Was ist die Schatulle? Oh Gott, ich schwebe, ich schwebe! Du warst doch auf Reisen, bevor der Orden dich angeheuert hat, oder? Okay, das haben wir schon geführt, das Gespräch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut. Bis dahin und tschüss.